Ja, hallo, schönen guten Abend, Regensburg, und herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Ich bin besonders freudig, hier zu sein, und möchte in den nächsten Minuten ein Thema mit Ihnen besprechen, was ich glaube, das Potenzial wird, jeden Einzelnen von Ihnen zu betreffen. Ja, okay. Die Folie ist zur Hälfte, aber deswegen, dass man wirklich so weitergeht. Also erstmal nochmal. Haben ein Thema mitgebracht, wie man hier sieht, sei keine Ahnung. Ich glaube, dieses Thema kann jeden Einzelnen in diesem Raum von Ihnen betreffen und bildet vielleicht sogar das Potenzial, dass wir, wenn ich es groß formulieren würde, vielleicht sogar ein Stück weit positiv verbessern. Und ich würde mir wünschen, dass Sie einfach in den nächsten paar Minuten aufmerksam sind und mit mir dieses Thema eintauchen. Ich verspreche Ihnen, es wird sich lohnen. Und lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und tauchen Sie mit mir ein. Tauchen Sie an einen Ort, wo wir diese Kerze finden. So, jetzt brauche ich aber die Hilfe vom Publikum. Also wer von Ihnen kann mir sagen, an welchem Ort wir uns gerade befinden? Jetzt können Sie sich melden und ich würde mal fragen. Wo befinden wir uns? Ja, Wunderland. In Wunderland. Und wie heißt diese Katze? Ja, die Grinsekatze. Die Grinsekatze. Also in dem Buch wird sie Josiah Cat genannt, und tatsächlich ist es die Grinsekatze. Wir befinden uns im Wunderland von Alice. Und in diesem Buch wird eine Situation beschrieben, wo Alice dahergelaufen kommt und sie hat sich verlaufen. Sie fragt jetzt oder sucht den Weg, und da sieht sie Josiah Cat auf einem Baumstumpf sitzen und fragt die Katze nach dem Weg. Und die Katze fragt, wohin soll es denn gehen? Und Alice sagt, nun, das weiß ich nicht so genau, ich möchte einfach nur weg hier, ich habe mich verlaufen. Und daraufhin antwortet Josiah Cat, na gut, dann lauf halt einfach weiter, dann wirst du auch ankommen. Und die Katze verschwand. Ich begleite seit über 10 Jahren Menschen dabei, ihre Businesspläne zu formulieren und diese auch in die Tat umzusetzen. Und was mir dabei auffällt, ist, dass gerade am Anfang dieser Menschen aus der Universität mich daran erinnern, an Alice. Ja, sie haben grundsätzlich alle Möglichkeiten, alle Wege stehen ihnen offen, und dennoch wissen sie nicht so recht, wohin. Ja? So, was sie eint, ist der Wunsch nach Erfolg. Der Wunsch nach Erfolg, nach Karriere. Aber wie das genauso richtig geht, keine Ahnung, ich studiere jetzt, mal sehen. Irgendwie kriege ich das schon raus. Das ist so ein bisschen, als würden wir ins Auto steigen, uns anschneiden, losfahren und ohne Navigationssystem einfach mal gucken, wo wir kommen. Am liebsten würden wir an einen besseren Ort, ne, also das, was wir mit Erfolg verbinden, irgendwo hin, wo es schöner ist als hier, einfach mal losfahren. So, wenn wir jetzt nicht gerne nach oben fahren, weil bekanntlich verbindet ja alle Wege hin, wird das auf jeden Fall ein sehr, sehr anstrengendes Unterfangen. Ne, wir müssen zurückfahren, wir müssen fragen, also auf jeden Fall ist da sehr, sehr viel Zeit im Spiel. Also, Zeit, die es bedarf, um vielleicht diesen Erfolg, den ich irgendwie als Erfolg definiert, anzukommen. Und dass Zeit eine existenzielle Größe ist, das wussten tatsächlich auch schon die antiken Römer. Die hatten einen Brauch, ich mag das mal schildern, also da war es denn so, dass wenn ein Triumphzug in der Stadt Einzug hielt, mit Regensburg ist ja auch eine Römer geprägte Stadt, also hier gab es bestimmt auch Triumphzüge, wo jemand über breit gestückte Straßen durch die Stadt, durch die Straßen fuhr, und alle jubelten diesem Triumphator zu. Und es war eine Tradition, also hinter diesem Triumphator stand ein Sklave, und der hatte einzig eine Aufgabe. Der sollte die ganze Zeit einen Lorbeerkranz über den Kopf des Triumphators halten. Ja, manchmal war es ein Lorbeerkranz, manchmal war er auch einfach aus Gold. Und die einzige Aufgabe, die dieser Sklave hatte, war die ganze Zeit den Triumphator ins Ohr zu flüstern. Memento mori, memento mori, memento mori, memento mori. So, jetzt Herr des Lateins. Wer kann das für uns übersetzen? Memento mori. Wofür steht dieser Ausspruch? Hat jemand Latein? Der. Also, baby kann das so. Sehr gut. So hätte ich es auch übersetzt. Und genauso ist es auch Hans zu raten. Also, dass man demjenigen sagt, hey, bedenke deine Sterblichkeit, das Leben ist endlich. Unser aller Leben hier ist endlich. Und wir sollten unsere Zeit nutzen,
vielleicht ins Auto zu steigen, loszufahren und besser noch uns Gedanken zu machen, wo die Reise hingeht. Ja, sich die Zeit zu nehmen, bevor sie vorbei ist. Und wenn ich so in die Runde schaue, dann sehe ich auf jeden Fall den einen oder anderen, ja, macht ja Sinn, was er da sagt, das Leben ist kurz, man muss irgendwie nachdenken. Die Frage ist, warum ist der eine oder andere vielleicht noch nicht gefühlt auf diesem Weg und warum nehmen wir uns nicht die Zeit? Und ich würde behaupten, dass es Smartphones und Apps sind, die uns omnipräsent an den Bildschirm zwingen. Ja, ich behaupte, dass es festgetaktete Stundenpläne, Arbeitszeiten, Teilzeitjobs sind, die uns ja, die Zeit nehmen. Also ich habe Maschinenbau und Semester studiert, ich wusste damals nicht mehr, welche Jahreszeit wir haben. All das raubt einem Zeit. Und ich behaupte auch, dass Familien und Freunde uns sehen wollen und wir sie natürlich auch. Und ehe wir uns versehen, haben wir vielleicht die Zeit gar nicht für uns genutzt. Und das würde ich sehr schade finden, weil ich hätte den Anspruch, dass jeder Einzelne hier in diesem Raum von uns den Friedhof zu einem, ich sage, ehrlichen Ort macht. Für mich ist der Friedhof einer der reichsten Orte der Welt, ja, weil dort liegen ganz viele unzählige Gedichte, die nicht geschrieben worden sind, unzählige Romane, die nicht veröffentlicht worden sind, ja, Liebesaussprüche, die nie genannt worden sind, nie entdeckte Talente. All das. Ich möchte, dass jeder ein Stück weit Lehrer dorthin geht und optimalerweise seine Zeit nutzt. Ich mag ja damit beschreiben, was ich an verstreichender Zeit denke. Und ich komme aus Hamburg und ich saß in einem Restaurant, damals als Student, und neben mir saß ein Tisch, das waren so 25 Leute. 25 Leute unterhielt sich angemeldet, auf einmal stand ein älterer Herr auf und bat eine ältere Dame aufzustehen und gibt dann eine Laudatio. Eine Laudatio auf ihr Leben, auf ihre wertvolle Arbeitskraft, auf ihr liebevolles Lächeln, und man würde sie jetzt ja vermissen und eigentlich ist es schade, aber jetzt viel Spaß im Ruhestand. Hier ist dein Blumenstrauß. Ja, also das war ein enormer Blumenstrauß, für mich war es sogar der größte, den ich je gesehen habe. Und ja, seitdem habe ich das Gefühl, okay, wenn ich mir nicht bewusst mache, wo meine Reise hingehen soll, dann wird vielleicht genau das die Krönung meiner schöpferischen Tätigkeit. Ja, also mein Berufsleben wird dann am Ende belohnt werden, hier ist der Blumenstrauß. Die Frage ist, ist das alles, was wir uns vom Leben vielleicht erhoffen? Und ich glaube, ehe wir uns vielleicht versehen und jetzt einfach so weitermachen, also stellen wir uns mal vor, jeder Einzelne in diesem Raum würde morgen einfach so weitermachen. Denn glaube ich, würden wir in normaler Dafürhalten, würden wir in der 4K-Realität landen. 4K, ich glaube, der TV-Gerätehersteller muss das so viel bedeuten wie eine besonders gute Wiedergabe hochwertigen Inhaltes. Für mich ist 4K die Realität, die wie folgt, also das ist, ne, ich habe ein Kleinhaus, ich habe ein Kombi, ich habe ein Kind, ich habe einen Köter. Oder eine Katze. Also das ist die 4K-Realität. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Sie, wenn Sie morgen einfach so weitermachen, hier in Deutschland, dann werden Sie wahrscheinlich genau da landen. Also so geht das Leben weiter, wenn wir uns jetzt nicht Zeit nehmen und darüber nachdenken, wo kann die Reise für uns hingehen. Und ich glaube, dass viele von Ihnen besonders, also sonst wären Sie wahrscheinlich nicht hier, zielstrebig sind. Ja, dem Studium, der Schule folgt dem Studium eine Weiterbildung, und ich weiß nicht, ob sich hier nicht schon mal jemals einer gefragt hat, warum man überhaupt zur Schule geht, neben dessen, dass es ja eine Schulpflicht gibt. Keine Ahnung, ich sollte zur Realschule, meine Mutter hat gesagt, ich gehe zum Gymnasium, dann sollte ich auch mal studieren und am besten dual. So sah jetzt mal meine Karriere aus. Und wenn ich jetzt Leute frage, wie sieht Karriere aus, dann höre ich häufig, ja, du musst auf jeden Fall Studium machen, vor allem akademische Bildung. Das ist so das Allerwichtigste. Und ich habe das mal zusammengezählt. Ich habe 12 Jahre Abitur gemacht, in Mecklenburg-Vorpommern, habe ich noch 5 Jahre Studium, dann und schon bin ich bei 17 Jahren. Also ich habe 17 Jahre verwendet, meine Karriere irgendwie über akademische Bildung zu bewerkstelligen. Und für meine Dafürhalten gibt es noch 3 weitere Quadranten, die eine Karriere ausmachen, die darauf einzahlen. Das ist vor allem die Persönlichkeit, also wie interagiere ich mit Menschen, bin ich sympathisch, kann ich mich in andere hineinversetzen, Empathie. Das andere ist Kommunikation, also kann ich fremdsprachen, kann ich Rhetorik, kann ich debattieren, ja, kann ich Vorträge und Rede, kann ich das. Und es geht nicht immer darum, um ein Zertifikat zu absolvieren, zu sagen, hier ist mein Zeugnis, sondern es geht darum, vielleicht persönliche Skills sich anzueignen. Aber der 4. Quadrant, und ich habe das hier mal mitgebracht, wäre unternehmerisches Denken und Handeln.
klingt jetzt erstmal trivial, was meine ich damit? Damit meine ich, sich vielleicht einfach als Germanistikstudent, Studentin einfach mal in vielleicht Statistik 1 einzusetzen. Oder die Idee. Ja, also einfach mal reinsetzen und gucken, kann ich das verstehen? Und vielleicht bringt mir das sogar in der Firma, wo ich anfangen werde, die Mehrwert, weil ich auf einmal diese Komponente, diese Wissen schon habe, wo ich eigentlich Germanistik studiert habe. Und in diesem Sinne, glaube ich, haben Sie eine gute Möglichkeit, auf Ihre Karriere einzuzahlen. Häufig beobachte ich aber, dass dieser Weg der prägnanteste ist. Und ich weiß nicht, gibt es hier BWL-Studenten unter uns oder Leute, die BWL studiert haben oder VWL? Können wir uns mal melden? Bisschen Mut hier gleich jeder. Ich weiß, hier gibt es mehr. Es gibt hier noch mehr. Der aber jetzt. Also, ich vermute mal, dass für Sie alle, für euch alle, sehr spielenswert wäre, bei den Big Four dieser Welt zu arbeiten. Können wir das einer kurz bestätigen mit Nicken? Nein. Du erwischst. Ja? Okay. Warum nein? Weil, wenn ich mich jetzt selbst mal an meine Kumpels und Freunde erinnere, die das immer, ich werde den Werner und dann gehe ich zum Big Four und dann Attacke und wer Sonntag 16 Uhr geht, braucht Montag auch schon nicht nach Kopf. Ne? Aber häufig, und das Einzige aber alle im Gedanken ist, dass ich habe jetzt den Abschluss gemacht und jetzt lernen wir noch. Jetzt gehe ich zur Arbeit, jetzt setze ich mich ein, jetzt arbeite ich erst mal 2 Jahre, das höre ich auch häufig. Ne? Voll einsetzen, Gas geben, aufopfern, Feuer frei. Und was wir hier beobachten, ist eigentlich, dass man versucht, über diesen Quadranten, über eine akademische Bildung zusammen Ziel zu kommen. Also Karriere zu erfahren, indem wir jetzt einfach mal hochhasseln, wie auch immer man es nennen mag. Und ich glaube, dass genau da der Fehler liegt, weil wer abends ins Bett fällt und denkt, boah, ich bin eigentlich voll fleißig und irgendwie komme ich ja noch nicht voran. Das liegt an der Sache, dass Emsigkeit halt nicht zum Erfolg führt. Emsigkeit führt nicht zum Erfolg, weil wenn das so wäre, dann würden Ameisen auch zum Mond fliegen. Handlich tun sie das aber nicht. Ameisen fliegen nicht zum Mond, aber Ameisen sind emsig. Und Erfolg ist keine Sache, ist nicht simultan. Also nur weil ich einfach viel arbeite, werde ich erfolgreicher. Das ist ein Irrglaube. Gesetz der Zahlen, ne? Wenn ich viel umstoße, dann will ich schon irgendwann mal das Richtige treffen. Aber also ist Erfolg nicht simultan, sondern Erfolg ist immer sequenziell. Und jetzt habe ich das einfach so mal rausgehauen und die Frage ist, was bedeutet das jetzt? Und dazu habe ich ein spannendes Experiment mitgebracht. Das habe ich allerdings nicht ich mehr ausgedacht, sondern das war auch ein Professor. Das war Professor Lorne Whitehead. In den 80er Jahren hat er sich das ausgedacht. Er war Physiker, der gute Mann, und der hatte folgende Überlegung, der hat wahrscheinlich auch Domino Day gesehen und hatte einen Dominostein. Also hat sich überlegt, was passiert eigentlich, wenn wir aus einem Dominostein vielleicht denken wir Domino Day einfach mal anders. Ich glaube, das kann sich jeder, das Dominostein kennt jeder, gehört jetzt zum deutschen TV-Kulturgut, ne? Domino Day. Und ich glaube, das letzte Mal, als ich es gesehen habe, waren das 4,45 Millionen Steine, eine ganze Menge Steine. Also die Ideale aneinandergereiht, die können hier wahrscheinlich gar nicht reinpassen. Und wenn wir die alle umklappen, dann klickt das ganz häufig und dann sind das, glaube ich, 94.000 Kilojoule. Das wäre jetzt so, als wenn ich 550 Liegestütze circa hier vormachen würde. Das entspricht ungefähr der Energie, wenn wir jetzt hier von 1 Million hätten. So, das Experiment geht jetzt wie folgt. Er hat sich überlegt, was passiert eigentlich, wenn wir aus dieser geometrischen Folge vielleicht einfach eine progressive machen, also progressive Folge. Wir nennen das auch exponentielles Wachstum. Also wir haben jetzt einen 5 cm großen Stein und diesen 5 cm großen Stein müssen wir jetzt optimalerweise, ich gucke mal, was ich in meiner Tasche finde. So, er sieht dann so aus, also 7,5 cm. Also das ist der nächstgrößere Stein, der wäre 7,5 cm. Ich stelle das am besten einfach mal hier hin und guck mal, ob der Boden das hergibt. Irgendwo habe ich ja noch eine Größe. Also hier habe ich noch einen, 11,25 cm. Ich stelle es mal ein bisschen dichter. Also grundsätzlich ist es ein bisschen klein hier, aber ich vermute, jeder kann sich vorstellen, da einer braucht den anderen oben. Oder? Erster Mal, ja, nicht. Sehr gut. Okay, also es gibt ganz viel. Und für dieses Experiment brauchen wir ca. 57 Schrauben. Also denke mal, dass wir uns irgendwo hier bewegen. Also gar nicht so weit weg. Die bleiben in der Breite tatsächlich gleich. Also die 57 Steine, die hätten hier genug Platz. Und jetzt würde man aber sagen, okay, wird immer größer, progressives Wachstum, wir werden immer einen Test machen. Also wer von Ihnen glaubt, dass der Stein hier so hoch ungefähr ist? 1 Meter. Gibt es da jemand, der sich meldet?
Eine Person habe ich vorhin schon gesprochen, die outet sich gerade nicht. Und wer von Ihnen glaubt, dass wir bei 50 Metern sind? Okay, spannend. Wir lösen das gleich mal auf, wie weit wir sind. Tatsächlich, wenn wir dieses Experiment weiterdrehen, dann wäre der 10. Stein so groß wie mein Assistent. Also wir haben hier, passend zu den Steinen, haben wir hier The Rock. Also Dwayne, mein Assistent, ist tatsächlich mehr Oberarm trainiert, aber er ist so groß wie der 10. Stein. Ist so groß wie der 10. Stein. Und wenn wir dieses Experiment jetzt weiterdenken, ich müsste jetzt hier ein bisschen umlaufen, dann wäre er tatsächlich hier beim Eiffelturm. Also der 23. Stein würde bis zum Eiffelturm reichen. Und wenn wir das weiter und weiter denken, wir bleiben ja hier in diesem Raum, dann wären wir tatsächlich beim 31. Stein schon beim Mount Everest. Lediglich 9 Meter höher, 900. Und der 54. Stein, wie hoch wäre der? Jemand eine Idee? Der 54. Stein wäre tatsächlich richtig. Bis zur Not. Ja, obwohl wir uns immer noch in diesem Raum befinden. Also von unserem oben bis hier sind wir bis zum Mond. Also das heißt, ich möchte, dass Sie zukünftig, wenn Sie an Erfolg denken, an den Mond denken. Ja? Der Mond ist erreichbar. Außerordentliches Leben ist erreichbar, wenn Sie sich auf die eine Sache konzentrieren. Ja? Wenn Sie sich vornehmen, okay, was ist die eine Sache, die mir für meinen Erfolg gut tut. Ja? Also was ist die eine Sache, die am Ende dazu führt, dass Sie dem Enkel sagen können, mein Leben war gut, weil ich habe genau das machen dürfen, können, etc. Es ist nicht immer nur Geld. Geld ist meist nur ein Mittel zum Zweck, sondern worum geht es im Leben? Und ich glaube, dass jeder im Leben die Möglichkeit hat, auch alles zu erreichen. Und das Leben stellt uns leider morgens an den Frühstückstisch keine Dominosteine. Die müssen wir uns selbst suchen. Also denken Sie immer daran, alles ist erreichbar. Ja. Erfolg ist nicht simultan, Erfolg ist immer sequenziell. Seien Sie keine Ameise, und damit verabschiede ich mich und bedanke mich und freue mich über einen regen Austausch. Und ja, übergebe das Mikrofon. Danke.